Frau Ziemke, vielen Dank für die Bereitschaft, mit uns auch ein kleines Interview zu führen. Zunächst würde mich interessieren, was hat Sie hierher geführt, hier in den Pfalzkeller St. Gallen? Ich glaube, aus Essen gekommen zum Thema Gemeinwohl. Ja, wir haben von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen mit Sitz in Essen einen Wettbewerb ausgelobt, der das Gemeinwohl, also den Public Value der öffentlichen Bäder ermitteln soll. Das ist erstmalig ein Wettbewerb in dieser Art, weil auch die Bäder, ob nun Freibad oder Hallenbad, immer das Problem haben, dass sie qua Definition eben keine schwarzen Zahlen schreiben können, also dem Gemeinwohl dienen, aber meistens reduziert werden auf einen großen Ballast im Stadtsäckel. Und auf diese Weise versuchen wir den Bädern die Möglichkeit zu bieten, sich zu profilieren mit dem, was eigentlich auch ihr ureigener Zweck ist. Früher nannte man das Daseinsvorsorge, dann Gemeinwohl. Und heute sind wir sehr froh, dass wir mit dem Public Value ein wissenschaftliches Fundament haben, um mehr als nur die finanziellen Belange einer öffentlichen Einrichtung Bad bewerten zu können. Und wie sind da die Erfahrungen der Preisträger? Also verhebt dieser Begriff Public Value, Gemeinwohl, können Sie sich damit positionieren, auch in den Gemeinden? Sie sagen, dort wird oft eher die Kostenseite gesehen. Hilft das auch, die Nutzenseite stärker zu betonen? Ja, bei den Preisträgern auf jeden Fall. Die haben jetzt ja das Instrument, dem Oberbürgermeister etwas an die Hand zu geben, warum sie gut sind. Intern hat sich meistens schon während des Bewerbungsverfahrens einiges getan und die Badegäste bestätigen nur, dass sie einfach gut sind. Also insofern hängt sehr, sehr viel an den Leuten, die mit bei diesem Public Value mitmachen. Also die Mitarbeiter und alle, die an einem Strang ziehen und sagen, wir sind einfach gut und wir schreiben das nur auf, die haben eigentlich die besten Karten bei uns. Frau Ziemke, vielen Dank für das Gespräch.